Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In diesem Film geht es darum, dass Casey Lang ein Experiment vorbereitet hat, wo sie eine Art Hubble-Teleskop auf das Quantenuniversum setzen möchte. Und zwar, um zu sehen, was im Quantenuniversum passiert, ohne wirklich da zu sein. Was eigentlich eine ganz gute Sache ist, schlägt als Experiment aber schief. Denn nicht nur Casey, sondern auch Scott, Janet und Dr. Hank werden in das Quantenuniversum gezogen, was aber im Quantenuniversum nicht wirklich viele Leute erfreut, denn Janet hat so einiges an verbrannte Erde im Quantenuniversum hinterlassen und nichtsdestotrotz wird sie auch auf einen alten Freund oder besser gesagt Feind treffen, denn Kang der Eroberer, der im und Multiversum schon einiges an bösen Sachen angerichtet hat und Zerstörung angerichtet hat, bekommt es mit, dass Janet ins Quantenuniversum gezogen wurde und möchte sich an ihr rächen. Ja, so viel zur Grundstory. Also ich muss sagen, schauspielerisch haben alle einen Top-Job abgeliefert, auch Kang der Eroberer, der von Jonathan Majors gespielt wird. Super. Super. Und es gibt auch so ein paar ein oder andere kleine Gastauftritte, die ich jetzt hier nicht verrate. Und wie gesagt, schauspielerisch ist der Film gut. Von der Story her finde ich den Film auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Aber was wirklich ein ganz großer Kritikpunkt ist, die CGI-Effekte. Leute, wir sind an einem Punkt angekommen, wo Computeranimation nicht mehr realistisch aussieht, sondern wo es wirklich langsam anfängt, immer unrealistischer auszusehen und zu wirken. Also gerade so, wenn man in dieser Quantenebene ist, da hat man die Effekte wirklich nicht gut hinbekommen. Also es war teilweise schon bei anderen Marvel-Filmen schon schlimm gewesen. Aber hier, finde ich, hat es das Ganze noch mal schlimmer aussehen lassen. Also man merkt richtig, dass alles hinterm Greenscreen gedreht wurde. Das ist ja auch mittlerweile auch alles kein Geheimnis mehr, dass viel hinterm Greenscreen gedreht wurde. Aber im Gegensatz zu früher sah man es damals nicht. Heute ist das so was von präsent, dass das hinterm Greenscreen gedreht wurde und dass das alles immer unrealistischer aussieht, dass es mittlerweile echt schlimm ist. Also es ist mittlerweile echt schlimm. Also so viele Effekte, die nicht gut ausgesehen haben, so viele Charaktere, die nicht gut ausgesehen haben. Also man muss langsam mal begreifen, dass man vielleicht besser weniger Filme drehen sollte und dafür dann den Spezialeffektleuten mehr Zeit lassen sollte, um die Effekte gut aussehen zu lassen. Denn ich habe in manchen Videospiel-Cutscenes habe ich teilweise eine bessere Optik gehabt als in diesem Film. Und das ist bei so einem großen Budget, was diese Marvel-Filme ja auch verschlucken, echt nicht gut. Und da muss man jetzt mal langsam mal überlegen, ob man da nicht mal langsam ein bisschen weg von der Quantität geht und ein bisschen mehr weg in die Qualität. Weil man hat wirklich so viele gute Schauspieler, die den Film wirklich noch mal auf den guten Level heben, aber durch so eine katastrophale CGI wird das alles dann nochmal kaputt gemacht. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung. Und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also, wie gesagt, die schauspielerische Leistung ist echt von allen sehr gut. Auch Jonathan Majors als Kang der Eroberer. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, aber wie gesagt, also was mir nicht gut gefällt, ist das CGI. Und dafür gibt es dicke Abzüge.
Weil es wird langsam ist das nicht mehr gut. Das ist nicht mehr gut, wie schlecht dieses CGI aussieht, wie schlecht das auch noch alles wirkt. Und auch beim 3D-Effekt, ich habe den Film IMAX 3D gesehen, wenn Sachen normalerweise von der Kameraperspektive möglich gewesen wäre, dass die auf einen zukommen, wie zum Beispiel Schüsse oder sowas, hat man die einfach neben der Kamera nebenher laufen lassen. Ja, ich finde, da hat man auch ein bisschen was liegen lassen an Chancen, um den Film noch mal ein bisschen aufzupäppeln. Nichtsdestotrotz muss eine Bewertung her. Und diese Bewertung heißt für mich, ja, eher so gute drei Totenköpfe. Es ist eher weniger an die vier, sondern wirklich näher an die drei. Da hat man wirklich viel Chancen liegen lassen. Ja, das war die Filmbewertung zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst mir ein Like und ein Abo da und schaut auf meine Links unten in der Videobeschreibung. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Damit könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.